Die Bekämpfung eines Brandes in Gebäuden, die mit größeren Mengen von Kunststoffen, wie zum Beispiel Polystyren, ausgestattet sind, kann selbst erfahrene Feuerwehrmänner in Verzweiflung versetzen. Denn im Gegensatz zu Metall und anderen konventionellen Baumaterialien sind plastische Werkstoffe oft sehr feuergefährlich. Trotzdem ist das Polystyren zu einem unentbehrlichen Bestandteil unserer Umgebung geworden. Als Styroschaum lässt es sich zu billigem Baumaterial verarbeiten, das auch schalldämpfend wirkt und sich zu energiesparender Wärmeisolation eignet. In seiner kompakten Form ist Polystyren ein sehr beständiges Material. Es ist leicht, nicht rostend und bedarf auch keiner weiteren Pflege. Wissenschaftler in der Abteilung für Kunststoffchemie am Weizmann-Institut gehen verschiedenen Möglichkeiten nach, die vielseitig verwendbaren Polystyrenmaterialien weniger feuergefährlich zu machen. Den Forschern war seit langem bekannt, dass schon ein Bromgehalt von nicht mehr als 10% genügt, einen leicht brennbaren chemischen Stoff in eine schwer entflammbare Verbindung zu verwandeln. Die Salzlaugen des Toten Meers enthalten einen fast unerschöpflichen Vorrat an Brom. So ist es verständlich, dass die Forscher am Weizmann-Institut ihre Untersuchungen darauf eingestellt haben, einen Weg zu finden, Styren mit Brom in chemische Bindung zu bringen und so auch einen der wenigen Bodenschätze Israels zu verwerten. Werden Bromverbindungen einem brennbaren Kunststoff nur beigemischt, so beeinträchtigt das oft seine Qualität. Es führt zu Farbveränderungen und Brüchigkeit. Aus diesem Grunde haben es sich die Wissenschaftler des Weizmann-Instituts zur Aufgabe gestellt, eine im industriellen Maßstab durchführbare Methode zu entwickeln, das Brom chemisch an das Kunststoffmolekül zu binden. Ihre Arbeit war erfolgreich. Das Verfahren des Weizmann-Instituts, Brom an Styren zu binden, wird heute bereits als Versuchsanlage von der Firma Machteschim Chemical Works in Beersheba betrieben. Weil das Brom nunmehr zu einem festen Bestandteil des Styrenmoleküls geworden ist, bleiben die Eigenschaften eines daraus geformten plastischen Materials unverändert erhalten. Außerdem vermeidet das Verfahren jegliche Verschmutzung der Umwelt. Ausgedehnte Untersuchungen mit Hilfe eines Gerätes mit regulierbarer Sauerstoffzufuhr legen eindeutig fest, dass aus Bromstyren hergestellte plastische Stoffe schwer entflammbar und selbstverlöschend sind. Kunststoffe sind zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unserer modernen Zivilisation geworden. In der ganzen Welt ist man schon auf das neue israelische Verfahren aufmerksam geworden. Es besteht nun die Möglichkeit, dass eine erhebliche Zahl von lebenswichtigen Erzeugnissen, von Baumaterialien bis zu Haushaltsartikeln, mit einem zusätzlichen Flammschutzfaktor versehen werden können. Israels Diamantschleifereien bearbeiten heute mehr als die Hälfte der Diamanten des Weltmarktes. So ist es verständlich, dass gerade hier ein besonderes Interesse an der Entwicklung einer Methode besteht, verloren gegangene oder gestohlene Edelsteine zuverlässig und eindeutig identifizieren zu können. Im Diamantenhandel selbst ist es üblich, dass die Steine, sobald sie fertig geschliffen und poliert sind, des Öfteren ihren Besitzer wechseln. Händler müssen die Gewissheit haben, dass die Edelsteine, die sie zum Beispiel zum Schätzen weggeben, die gleichen sind, die sie später zurückerhalten. Wissenschaftler der Abteilung für Elektronik am Weizmann-Institut, die auf dem Gebiet der Laserstrahlen und der Optik tätig sind, studieren seit langem die Streuung des Lichts bei seinem Durchgang durch geschliffene Steine, um so den Grad der Vollkommenheit eines Diamanten zu bestimmen. Aufgrund der Symmetrie der Facetten geschliffener Diamanten hatten sie erwartet, eine entsprechende Symmetrie auch in dem vom Edelstein gezeigtenjenige zwei Menschen mit identischen Fingerabdrücken anzutreffen.
Diese besonderen Kennzeichnen der Edelsteine können jetzt mit dem vom Weizmann-Institut entwickelten Lasersystem aufgezeichnet und registriert werden. Ein entsprechend konstruiertes Instrument wird bereits von einer israelischen Firma hergestellt und von einer amerikanischen Gesellschaft in der Welt vertrieben. Es enthält eine besondere Vorrichtung, die es ermöglicht, den Edelstein bei jeder fotografischen Aufnahme immer genau in die gleiche Position zu bringen. Damit kann dem Käufer eines jeden Edelsteins ein fotografisches Abbild des persönlichen Fingerabdrucks des gekauften Steins geliefert werden. Es eröffnet sich jetzt die Möglichkeit, eine durch Computer gesteuerte Zentralkartei der Fingerabdrücke von Edelsteinen einzurichten, nach dem Beispiel der von der Polizei aller Länder benutzten Kartei für Identifizierung und Vergleich menschlicher Fingerabdrücke. Ein Käufer, der einen Diamanten in Tel Aviv erwirbt und ihn in New York verliert, wäre dann mühelos imstande, ihn zu identifizieren, selbst wenn er nach längerer Zeit etwa in San Francisco oder Hongkong auftauchen sollte. Bombenanschläge gehören heute zu den üblichen und regelmäßig sich wiederholenden Aktionen der Terroristen. Eine der ersten Fragen, die von der Polizei nach jedem Bombenattentat aufgeworfen wird, lautet: Welcher Sprengstoff wurde verwendet? Denn nur wenn man die Art des Sprengstoffes bestimmen kann, lässt sich nachforschen, woher er stammt und wer ihn benutzt haben könnte. In Jerusalem befinden sich die Laboratorien der Polizeiabteilung zur Aufklärung von Verbrechen. Wie alle Sicherheitsbehörden der Welt ist auch die israelische Polizei noch bis vor kurzem auf beträchtliche Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Sprengstoffen aus Explosionsrückständen gestoßen. Der stellvertretende Leiter der Abteilung, Herr Meir Kaplan, erklärt uns die Gründe. We have no control over the samples that we have to examine. Kürzlich haben wir begonnen, eine Methode der Analyse anzuwenden, die Massenspektrometrie genannt wird und mit deren Hilfe man winzige Materialmengen identifizieren kann. Die Anerkennung ihrer Resultate durch das Gericht war jedoch aus zwei Gründen beschränkt. Die Analyse muss den Nachweis einer reinen Substanz erbringen. Und bei den von der Polizei zu untersuchenden Sprengstoffen waren die Ergebnisse nur selten eindeutig genug. Es war das Weizmann-Institut, das der israelischen Polizei zur Lösung des Problems verhalf. Die am Weizmann-Institut entwickelte Methode zum Nachweis von Sprengstoffen beruht auf einer besonderen Technik, die Massenspektrometrie durch chemische Ionisierung heißt. Mithilfe des neuen Verfahrens lassen sich kleinste Schuttpartikel, denen bloß Spuren eines Sprengstoffes wie zum Beispiel TNT anhaften, im Spektrometer direkt analysieren. Die Ergebnisse werden unmittelbar von einem Instrument registriert, dass die Anwesenheit des Sprengstoffs in Form einer bequem erkennbaren grafischen Kurve anzeigt. Da in dieser grafischen Darstellung jeder einzelne Sprengstoff seine charakteristische Kurve besitzt, so liegt hier eine verlässliche Methode zum Nachweis der Sprengstoffarten durch Aufzeichnung ihrer Fingerabdrücke vor. Obwohl dieses Verfahren erst vor kurzem entwickelt wurde, ist es schon von Polizeibehörden anderer Länder übernommen worden. So wurden hier in Aldermaston, England, solche grafische Fingerabdrücke in eine Kartei spektrometrischer Daten zur Verwendung vor Gericht aufgenommen. Durch Übermittlung entsprechender Angaben an die Zentrale in Aldermaston können heute Polizeibeamte in aller Welt ohne Verzug herausfinden, welche Sprengstoffe bei einem Bombenanschlag verwendet wurden. Zwei Gründe lassen die Anwendung der am Weizmann-Institut ausgearbeiteten Methode der Massenspektrometrie von besonderem Wert für die Polizei erscheinen. Erstens arbeitet sie äußerst rasch. Die Durchführung einer Bestimmung dauert nur etwa 5 Minuten. Zweitens ist durch diese Methode die Möglichkeit gegeben, Sprengstoffspuren aus Explosionsrückständen eindeutig zu identifizieren.
Die heute fast überall beobachtete Erscheinung der Rauschgiftsucht bedroht jedes Land, jede Stadt und jede Gesellschaft. Sie führt zu den wohlbekannten Zeichen städtischen Verfalls, zur Ausbreitung sinnloser Verbrechen und zur Vernichtung vieler junger Menschenleben. Als hauptsächliche Quelle eines der schlimmsten Rauschgifte muss der so unschuldig aussehende rosafarbene Mohn gelten. Was beim Anritzen seiner Kapsel hervorquillt, ist Opium, dessen Hauptbestandteil das Morphin bildet, von dem wiederum das Heroin abgeleitet ist. Doch Opium dient auch zur Herstellung von Codein, das als unentbehrliches Mittel gegen Schmerzen und gegen Husten in einer Vielfalt von Medikamenten Verwendung findet. Im Zuge des in der ganzen Welt geführten Kampfes gegen den illegalen Rauschgifthandel soll der Anbau von Mohn ganz verboten oder wenigstens stark eingeschränkt werden. Damit geraten einige Länder in Gefahr, eine sehr wichtige Einnahmequelle zu verlieren, während die pharmazeutische Industrie auf wachsende Schwierigkeiten stößt, sich genügend Opium zur Codeinherstellung zu verschaffen. Ein großer Schritt vorwärts in der Entwicklung eines sozusagen harmlosen Mohns ist Professor David Levy und seinen Mitarbeitern am Weizmann-Institut gelungen, die eng mit Kollegen vom Volcani-Zentrum für landwirtschaftliche Forschung zusammenarbeiten. Im Verlaufe ihrer Arbeiten, die vom Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten unterstützt werden, gelang es den israelischen Wissenschaftlern, eine scharlachrote, gefärbte Abart des Mohns, Papaver bracteatum, hier anzubauen. Er bringt ausschließlich einen nicht süchtig machenden Stoff, das Thebain, hervor, aus dem sich das so sehr gesuchte Codein gewinnen lässt. Die Wissenschaftler des Weizmann-Instituts haben gleichzeitig ein technisches Verfahren entwickelt, das Thebain aus diesem Mohn zu extrahieren. In der israelischen pharmazeutischen Firma Plantex ließ sich die Anwendbarkeit ihrer Methode für industrielle Produktion von Thebain bei der Durchführung eines Großversuches beweisen. Die Nachfrage nach Codein enthaltenden Schmerzmitteln steigt ständig. Der Thebain erzeugende Mohn wird diesen Bedarf befriedigen können, ohne dass damit die Gefahr besteht, einen leicht zu beschaffenden Rohstoff zur Rauschgifterzeugung in Umlauf zu setzen. Thebain ist im Gegensatz von diesem Mohnfeld am Fuße des Berges Tabor in Galiläa, Israel, gelegen, wird möglicherweise die Schaffung neuer und unschädlicher Anbauflächen für das schmerzstillende Codein ausgehen. Damit wird auch die Mohnkultur für Farmer in aller Welt als sichere und gesetzlich zulässige Einkommensquelle freigegeben.